Wir bauen Musikinstrumente mit einer Saite oder zwei und die sind elektrisch verstärkt mit einem Tonabnehmer und lassen sich mit einem Interface, mit einem Smartphone verbinden. Und über das Smartphone können dann Verstärker und Effektgeräte simuliert werden und dann über Kopfhörer halt gehört oder hörbar gemacht werden. Und ja, nachher wird das halt auch noch einbezogen in Kontext mit anderen Musikinstrumenten und am Ende werden wir auch noch eine eigene kleine Musikproduktion machen. Überraschend fand ich zum Beispiel, dass teilweise die Kinder sehr genaue Vorstellungen hatten von Klängen, die sie gestalten wollten, das dann auch sehr gut erklären konnten, auch vielleicht, also auch die kannten halt nicht die Fachausdrücke, aber konnten mir sagen, was sie für Klänge haben wollen und wir konnten dann zusammen das finden und umsetzen. Also ich lerne heute neue Sachen kennen, zum Beispiel, dass man mit verschiedenen Gegenständen ein Musikinstrument bauen kann und das dann halt ans Handy schließen. Sowas habe ich halt noch nie gehört und ja, wahrscheinlich, also es macht sehr viel Spaß, schon jetzt daran zu arbeiten. Also es gibt Sachen von Technik, die lustig und cool sind und es gibt auch Sachen, die irgendwie was für Jungs sind. Das ist vielleicht auch ein ganz schöner Einstieg, um dann nicht das Smartphone erstmal nur zum Spielen kennenzulernen auch, sondern ja auch gleich schon zu sehen, was man alles damit machen kann. Also den Kindern hat tatsächlich beim letzten Workshop auch ganz, ganz viel Spaß so die gestalterische Seite gemacht. Da sind auch ganz verrückte Formen für die Instrumente entstanden und diese hatten ganz, ja, ganz schöne Farben dann auch. Als Musikpädagoge freut mich besonders, wenn ja, Interesse geschaffen wird und ja, das Instrument oder das Spielen ja auch weiter verfolgt wird. Ich finde es gut, wenn man bei so tollen Projekten, bei so netten Leuten mitmachen darf.